Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare. Heute hier mit Neuigkeiten über die neuen Tarnungen, über neue Gegenstände, Updates und Co. Natürlich auch über Call of Duty Vietnam. Jo, im heutigen Video mit dabei hier der Adam, der AM, dann noch hier Philippe und Jerome. Liebe Grüße an euch vier und natürlich auch lieben Dank an jeden, der hier jeden Tag vorbeischaut, wieder auf meinen Kanal. Wir haben ein paar gute Neuigkeiten bekommen über Call of Duty. Wir bekommen nächste Woche ein größeres Update mit Multiplayer-Paketen. Und darin enthalten werden nochmal neue Funktionen für die Waffenschmiede. Bedeutet, ihr könnt eure Waffen miteinander kombinieren. Ihr habt eine Waffe im Shop gekauft, wollt aber die Tarnung für eine andere Waffe haben, kein Problem mehr. Natürlich auch die neue Meistertarnung wird erscheinen. Die könnt ihr dann freischalten nach der Goldtarnung. Da habt ihr irgendwelche Aufträge übrig, wie hier Volltreffer landen, 100 Stück oder irgendwie andere Aufträge. Und dann bekommt ihr dann auch die Tarnung im Nachhinein. Natürlich für jede Waffe bräuchte die dann extra. Wird eine Menge Arbeit werden und natürlich auch sich richtig lohnen. Denn die neue Tarnung wurde auch schon bekannt gegeben. Leider noch ohne Bilder, aber wir bekommen eine Obsidian-Tarnung rein. Obsidian kennt ihr vielleicht, ein Vulkangestein. Bläulich, schwärzlich, lilafarbend, auf jeden Fall eine dunkle Tarnung. Mit vielleicht ein paar Fragmenten in der Waffe dran. In etwa wie bei der Dark Matter-Tarnung bei BO4. Aber ich denke, wird nicht animiert werden, weil animierte Tarnung denke ich eher nicht, dass die reinkommen werden in Modern Warfare. Wäre aber eigentlich auch eine coole Geschichte. Aber darüber habe ich auch schon mal geredet im anderen Video. Auf die neuen Inhalte bin ich total gespannt, weil ich denke mal Infinite Ward wird uns vielleicht noch überraschen mit neuen Waffen, neuen Karten oder neuen Inhalten, weil wir haben ja schon ein paar kleine Leaks dafür bekommen. Ich denke mal hier die neue Karte Hardhead von ME3 oder auch die neue Leicht MG, die angekündigt wurde, könnte vielleicht auch reinkommen im Update, aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall im Nachhinein noch ein paar Neuigkeiten darüber bekommen. Momentan auch noch hier die neue Playlist angekündigt, hier Shoothouse und Shipment wieder in einer Playlist. Kooperativ-Mode wird ein klein wenig überarbeitet, da waren auch ein paar Spielefehler mit dabei. Und natürlich gab es auch noch ein paar Probleme mit einigen Tarnungen, die werden momentan auch behoben. Und Grafikfehler auf dem Computer mit ein paar Grafikkarten, die werden auch noch hier behoben. Aber mehr haben wir momentan noch nicht geleakt bekommen. Aber ich denke mal, ein wichtiger Punkt für jeden, der gerade Bock drauf hat. Wenn ihr nur Battle Royale habt, ja, da wird natürlich auch der Duo-Mode bald reinkommen. Und wir haben momentan ein Free-to-Play-Wochenende für den Multiplayer. Bedeutet, wenn ihr noch keinen Multiplayer habt, gerne hier downloaden für ein paar Gigabyte und den Multiplayer mal probieren. Da könnt ihr nochmal Waffen schneller hochleveln, Tarnungen freischalten. Und auch mit einer Menge kleinen Karten eine Menge Fun haben. Gerne probieren eure Meinung darüber teilen in den Kommentaren. Weitere Informationen darüber findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema hier im heutigen Video. Ja, eine Menge YouTuber meint momentan, Call of Duty Vietnam wird das nächste Call of Duty werden. Und ich habe das auch schon ein paar Male genannt hier vor Monaten und vor einem Jahr. Und auch in BO4 wurden da bereits Gerüchte hier geteilt. Und die wurden auch mehr oder weniger bestätigt. Das nächste Call of Duty wird natürlich wieder Oktober, November erscheinen. Wie immer April, Mai, Juni wird ein Trailer kommen, bedeutet nicht mehr lange warten. Wir bekommen neue Informationen darüber. Und ja, Call of Duty Vietnam spielt natürlich wieder im Vietnamkrieg, mit älteren Waffen, Boots on the Ground und natürlich auch wieder in der Geschichte wie in Black Ops. Aber ich denke mal, kein richtiger neuer BO5 Teil wird hier erscheinen. Stattdessen machen wir jetzt einfach hier ein neues Spiel wieder mal auf. Finde ich ein bisschen schade, weil ich eine Weiterführung von Ghost oder von Infinite Warfare, Advanced Warfare oder wie auch immer hätte ich auch gerne gehabt. Und ja, der nächste Titel wird von Treyarch gemacht, mit der Hilfe von Infinite Ward und Co. Bedeutet mehr oder weniger, wir bekommen wieder einen Überlebenskampf-Mode rein. Ein Zombie-Mode wie in BO4 oder wie in Infinite Warfare wäre cool. Einfach mal hier wieder in der Vergangenheit spielen und vielleicht mit ein paar coolen Effekten mit dabei. Infinite Warfare war da gar nicht mal verkehrt, wenn ich ehrlich bin, auch wenn da viele Leute rumgehatet haben. Apropos rumhaten, momentan gibt es da viele Leute, die ja keinen Bock mehr auf Modern Warfare haben, weil momentan keine Inhalte reinkommen. Und natürlich auch noch nebenbei in Battle Royale erwarten wir alle hier den Duo-Mode, der auch bald reinkommen wird natürlich. Aber ja, ich denke, die Entwickler arbeiten gerade noch an Map-Änderungen, weil wurde unter anderem auch schon angekündigt, im Ladebildschirm, wenn der Call of Duty startet, wurde der Damm offengelegt. Ich denke, das wird auch nächste Woche oder übernächste Woche dann kommen in ein Live-Event, weil Infinity Ward hat bereits hier bekannt gegeben, wir möchten gerne Live-Events machen wie bei Fortnite. Wird wahrscheinlich dann in den nächsten paar Tagen oder Wochen dann reinkommen und darauf bin ich auch total gespannt. Bin eigentlich mehr der Multiplayer-Fan, aber ich werde es mir mal angucken. Natürlich hier weitere Informationen darüber findet ihr immer auf meinem Kanal. Gleich wie über Call of Duty Vietnam, über Call of Duty Modern Warfare Multiplayer, neue Tarnungen und Co. Darüber werde ich nochmal ein Video machen, live übertragen oder wie auch immer. Da könnt ihr gerne immer bei mir mitmachen, addet mich gerne über PlayStation 4 oder natürlich direkt über Call of Duty, dann könnt ihr beitreten und einfach mitspielen. Wir haben natürlich immer wieder gute Runden im Team. Mit ein klein wenig Teamwork kann man sich absprechen und auch gute Runden erreichen. Einige Leute meinten, ich würde cheaten oder Reverse boosten. Ich hab's gar nicht nötig, wenn ihr mir nicht glaubt, gerne beitreten bei mir und mitmachen. Wenn Leute hier rumhaten, dann Leute, dann geht einfach lieber woanders hin, ich habe keinen Bock drauf. Darüber habe ich bereits einen Beitrag gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen, ich mache immer Beiträge in Call of Duty. Aber wie auch immer, Ende mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich weitere Inhalte im Bereich Call of Duty Modern Warfare findet ihr auf meinem Kanal. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, einfach hier meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und natürlich Daumen nach oben.
Ja, wenn es euch gefallen hat, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, goodbye und bis zum nächsten Video.